Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe Wettvorhersagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der NBA-Prognosen mit Christian Custodian und Radek Vegas. Wir werfen einen Blick auf die bereits absolvierten Spiele der ersten Playoff-Runde. 3 bzw. 4 Spiele waren schon und es gibt schon die ersten Entscheidungen. Und wir fangen an mit dem Spiel der Houston Rockets gegen die Timberwolves. Das war heute Nacht das Spiel 3. Und da gab es dann eine faustdicke Überraschung für manch einen Möchtegern-Experten, aber nicht für meinen Kumpel Christian Custodian, weil ich habe ihn gefragt, sollte man auf die Rockets setzen? Dann hast du gesagt, lieber nicht, denn Minnesota muss mindestens ein Spiel zu Hause mal gewinnen und die haben gewonnen und sowas von deutlich heute Nacht. Ja, total verrückt. Also mich freut es ja für Minnesota, also müssen ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber ich denke mir halt, die sind jetzt seit 2004 das erste Mal wieder in den Playoffs. Die Fans sind unglaublich euphorisiert da, deshalb und dann werden die so abgehen, dass es die Spieler beflügelt und zumindest in dem Spiel 3 ist genau das passiert. Minnesota hat wirklich überragend gespielt und verdient den 2-1 Anschluss quasi hergestellt. Ja, und das, obwohl im Spiel 2 Houston zu Hause mit fast 20 Punkten Unterschied gewonnen hat, oder noch mehr. Ja, genau, und das Verrückte ist ja, ein Spiel hat bisher James Harden wirklich alleine getragen, das Spiel Nummer 1, Spiel Nummer 2, da war er sehr gut abgemeldet, aber seine Teammates haben ihn da rausgerissen und im Spiel 3 hat er wieder bombig gespielt, der MVP, ihm zu Ehren, haben wir uns auf unsere Werte diesmal nicht rasiert und Da ist er, genau. Ja, aber Minnesota war einfach zu stark und was vor allem krank ist, nicht nur Jimmy Butler, von dem man davon ausgehen kann, sondern vor allem auch Derrick Rose hat seinen Teil dazu beigetragen, dass die Timberwolves Spiel 3 gewonnen haben. 17 Punkte von Rose und die Gazetten haben getitelt, es ist ja, als wäre 2011, Rose ist wieder zurück. Ja. Eigentlich wollte ihn keiner, oder? Den wollte ja keiner. Er war ja bei den Cavaliers und keiner wollte ihn mehr. Und dann hat er sich den Timberwolves angeschlossen. Und er ist irgendwie auch ein Faktor, der unberechenbar ist. Wenn der fit ist, kann er die Timberwolves ja wirklich zu einer wirklichen Spitzenmannschaft machen. Ja, die Frage ist, wird das jemals wieder werden? Es sei ihm zu gönnen, weil ich glaube, es gibt keinen Spieler, der mehr Verletzungspech und Sorgen hat und hatte auf dem Niveau wie Derrick Rose. Und ja, er ist ja zu den Timberwolves gegangen, weil da sein Ex-Trainer gewesen ist oder immer noch Trainer ist, Thibodeau. Und jetzt schauen wir mal, was in Spiel 4 passiert. Wenn es klassisch wäre, dann würde er sich eigentlich wieder verletzen, aber das hoffen wir natürlich nicht. Ja, und jetzt sind die Timberwolves natürlich on fire, haben jetzt das zweite Heimspiel in Folge, dann gegen die Rockets und das wird so die Vorentscheidung eigentlich sein. Also was heißt Vorentscheidung? Wenn die Timberwolves ausgleichen können, wäre das natürlich Wahnsinn. Du hast ja, glaube ich, bei deiner Prognose vor den Playoffs gesagt, die gewinnen 2 Spiele, oder? Kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern, aber 4-1 oder 4-2 habe ich, glaube ich, vermutet. Und dabei würde ich auch bleiben, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Timberwolves das gewinnen werden. Dazu sind sie einfach auch zu unkonstant. Aber wenn die mit ihrem Publikum heiß laufen, dann ist es eine unglaublich geile Mannschaft zum Anschauen. Wir haben es auch in der Regular Season gesehen gegen Golden State, wo sie einige, in Anführungsstrichen, bessere Mannschaften wirklich geärgert haben. Und die Leistung haben sie jetzt auch in den Playoffs abgerufen. Echt cool. Tja, dann lassen wir es einfach überraschen. Bei Oklahoma gegen Utah steht es 2-1 für die Utah Jazz. Was gibt es da zu sagen? Genauso wie das Publikum in Minnesota sind die in Salt Lake City auch richtig, richtig laut drauf. Und ja, schau dir mal an, wie die alle auch einheitlich gekleidet sind hier. Das ist schon ziemlich lässig. Ja, komplett in Gelb und einfach nur laut und jeder Korb wird bejubelt, wenn man das im Originalton schauen kann, über NBA League Pass, dann fällt es einem schwer, da nicht für Utah zu sein. Und es ist insgesamt spannend in der NBA zu sehen, was so der Heimvorteil für einen Unterschied macht. Es gibt Teams, die haben auswärts keine Chance gehabt oder wenig Chancen gehabt, wie zum Beispiel jetzt eben gerade Minnesota oder auch Milwaukee auswärts komplett grottig gespielt, aber dazu kommen wir später.
Und durch dieses Publikum und mit der Elektrizität, die da ab Sekunde 1 ist, da scheinen die Würfe einfach leichter zu fallen. Megaspiel von Utah, Triple-Double von Ricky Rubio, der ja europäisches Wunder-Basketballkind damals war. Und für den sind es jetzt auch die ersten Playoffs, obwohl er schon 10 Jahre in der NBA ist, hat die 10 Jahre eigentlich komplett, vielleicht waren es auch ein paar weniger, komplett bei Minnesota gespielt und mit denen nie die Playoffs geschafft. Und jetzt für Utah einfach mal ein mega Spiel hingelegt. Witzige Aussage übrigens von Russell Westbrook, weil Rubio ist nicht unbedingt dafür bekannt, die langen Zweier zu treffen oder die Dreier. Und der Westbrook hat nach dem Spiel gemeint, Rubio ist got too comfortable with that und der Scheiß wird nicht nochmal passieren. Also das war eine Ansage von Russell Westbrook, dass er besser verteidigen möchte. Und ich freue mich hier auch schon auf Spiel 4. Ja. Man kann nicht sagen, was passiert. Das haben wir ja vor. Mannschaften, Utah als Team besser, Oklahoma die besseren Einzelspieler und ein Riesennachteil, den Oklahoma hat, die sind eigentlich sehr davon abhängig, ob sie Steven Adams, den Center, einbinden können, aber der spielt jetzt halt einfach mal gegen den besten Verteidiger der NBA, zumindest nennt er sich selber so, Rudy Gobert. Und das merkt man. Ja, wir haben ja vor der Serie gesagt, das ist vielleicht das ausgeglichenste Duell der beiden Mannschaften. Und naja, man muss halt auch sehen, was Westbrook vielleicht der entscheidende Spieler in diesem Duell dann in den restlichen Spielen noch leisten kann. Ja, man dachte aber auch, einer wird hier beim nächsten Duell die Serie entscheiden, nämlich die Nummer 0 der Portland Trail Blazers. Damian Lillard, aber da wurde jetzt eine Vermisstenanzeige aufgegeben, weil er einfach in den Playoffs vermisst wurde und nicht gesehen wurde. Und gerade wenn die Playoffs losgegangen sind, sind sie für die Trail Blazers leider auch schon wieder zu Ende. Und das war die Nummer 3 im Osten. Im Westen, genau. Oder im Westen. Also total verrückt, dass New Orleans jetzt schon weiter ist oder generell die Serie gewonnen hat, ist, glaube ich, jetzt nicht so eine große Überraschung. Das sind schon zwei halbwegs gleich starke Mannschaften, sind ja auch vom Rekord ähnlich gewesen. Das darf man nicht vergessen. Aber dass New Orleans einfach mal 4-0 gewinnt, ist Wahnsinn. Und gerade hat er Punkte gemacht. Einen riesigen Anteil daran hat Rondo, Rajon Rondo, genannt auch Playoff Rondo, der spielt wie zu besten Boston Celtics Zeiten. Damals, aufgrund dieser Leistung, hatten die Dallas Mavericks ihn mal verpflichtet. Damals waren sie das beste Offensivteam eigentlich in der Saison und haben dann ihren Stil komplett an Rondo angepasst. Hat nicht funktioniert. Danach wurde Rondo von Team zu Team weitergereicht. Keiner wollte ihn mehr und jetzt legt er einfach da mal solche Spiele hin. Das ist Wahnsinn. Und auch Anthony Davis mit seinen ersten Playoffs merkt man nicht, macht weiterhin seine 40 Punkte und kriegt auch noch Unterstützung von Jrue Holiday, der auch, man muss sich das mal bei dem Spiel vorstellen, da machen zwei Spieler zusammen 88 Punkte, dann wird es halt einfach mal schwer für den Gegner. Ja, und wo auch war Lillard? 19 Lillard. Punkte hat er gemacht im vierten Spiel, das ist wesentlich zu wenig. CJ McCollum, immerhin 38, musste in die Bresche springen. Was ist los mit Lillard? Also hieß es noch der most underrated Spieler, aber den kann man ja gar nicht tief genug ranken jetzt oder raten nach so einer Playoff-Performance. Ja, leider fehlen da einem die Argumente. Ich meine, wer die Spiele gesehen hat, das war auch teilweise so, dass Lillard nicht nur gedoubled, sondern auch getribbelt worden ist. Allerdings müssen da die Blazers generell einen besseren Job machen, Mitspieler frei bekommen oder Würfe für Lillard kreieren. Das hat alles nicht funktioniert. Und auch interessante Statistik noch, Nikola Mirotic, späte Verpflichtung der Hornets von den Bulls, nachdem DeMarcus Cousins sich die Achillessehne gerissen hat. Seitdem der sich seinen Bart abrasiert hat, der ist mit einem ähnlichen Bart rumgelaufen wie wir, beziehungsweise Harden, haben die Pelicans 9 Spiele gewonnen und keins verloren. Also verrückt. Ja, manchmal ist so ein Bartabrasierung vielleicht gar nicht verkehrt. Ja, wenn es bei Harden nicht mehr läuft, vielleicht eine Option. Ja, genau, man will nicht wissen, was Harden ohne Bart auflegen würde. Vor allem, wie der ohne Bart aussehen würde.
Aber gut. 20 Jahre jünger. Ja, wir haben ja gesagt, wir verlosen diese Figuren in jeder Runde eine. Jetzt ist Lilliard, da er Winke-Winke gemacht hat, dran. Alle, die unter dem letzten Video kommentiert haben und vor allem ihre Playoff-Favoriten hingeschrieben haben, die kommen in den Lostopf und wir verlosen diesen Superfriend, nennst du ihn. Und dann gibt es in der nächsten Runde für alle, die unter dieses Video jetzt kommentieren, wer denn hier die Meisterschaft im Osten und im Westen gewinnt. Also immer zwei. Für den verlosen wir die Nummer 30 der Golden State Warriors, Steph Curry. Und ganz genau. Bleibt uns gewogen. Also, wir haben natürlich noch ein paar andere Spiele. Es geht weiter mit den gerade angesprochenen Golden State Warriors gegen die San Antonio Spurs. Das scheint ja eine klare Angelegenheit zu werden und ist es ja auch bisher schon gewesen. Ja, ich glaube, hier kann man sich festlegen, wenn die Warriors halbwegs ernst machen, dann werden die auch hier 4-0 sweepen und in der nächsten Runde auf die Pelicans treffen. Die einzige Möglichkeit, warum die Spurs noch ein Spiel gewinnen könnten, ist, wenn Golden State nicht richtig wach ist. Aber die sind ja auch relativ verletzungsgeplagt. Das heißt, die werden sich auch eher noch ein bisschen mehr Pause gönnen wollen. Und daher glaube ich, dass die heute Nacht auch kurz einen Prozess machen werden. Um 21.30 Uhr ist das Spiel. Übrigens hier ein interessanter Tipp wäre zu sagen, over 203 Punkte. Das ist nämlich die offizielle Line heute. Und wenn man die drei Spiele anschauen, dann sind die eigentlich alle über 203 Punkte und ich wüsste nicht, warum das heute anders sein sollte. Spurs sind eigentlich für starke Verteidigung bekannt, aber ich glaube selber nicht, dass die wirklich an einen Sieg glauben und ja, ich glaube, das wird ein munteres Offensivgeplänkel, so wie bei den anderen Spielen. Das lässt sich Golden State nicht nehmen. Gut, dann sind die Spurs leider auch geswappt. Genau, und so sieht's aus. Die Raptors gegen die Wizards. Da geht da noch was für die Wizards? Moment. Die haben ja Wizards ein Spiel gewonnen. 2-1 steht's für die Raptors in der Serie. Ja, und also der erste im Osten gegen den achten. Und auch hier haben die Wizards sich komplett anders präsentiert als in Toronto. Also da hatte eigentlich Toronto nicht den Hauch einer Chance. Und bin gespannt, wie es heute Nacht ist. Also die Raptors müssen auf jeden Fall mit einer anderen Einstellung hier wieder reinkommen. Sie müssen irgendwie versuchen, die Wizards zu verteidigen. Also dass die halt nicht mehr als 100 Punkte erzielen. Das sollte eigentlich das Maximum sein. 122 in den Playoffs ist generell zu viel. Egal, gegen welches Team du spielst, aber wenn du Meister werden möchtest, dann muss da eine bessere Verteidigung her. Und die Raptors, übrigens bisher die beste Dreierquote von allen Teams, 45% ihrer Dreier gehen momentan rein, aber ja, hilft nichts, wenn sie keine Verteidigung spielen. Von daher brauchen sie eine andere Einstellung, um gegen Beal, Wall bestehen zu können. Ja, und vor allem hier auch wieder der Heimfaktor, hat man vielleicht auch gemerkt, eine entscheidende Rolle. Denn die Raptors die ersten beiden Spiele gewonnen, dann in Washington. Washington, ja, mit dem Publikum im Rücken vielleicht auch den Anschluss geschafft. Ähnlich wie du gesagt hast, bei Utah hat das Publikum gute Arbeit geleistet und bei wem noch? Bei den Pelicans vielleicht auch. Die haben ja auch zweimal zu Hause dann gewonnen, aber ja, auch auswärts natürlich. Ja, und die Timberwolves. Also der Heimfaktor vielleicht sollte man immer auch ein bisschen bedenken, wenn man hier auf die Favoriten setzen wollen würde, dass die Heimmannschaften sich mit dem Messer zwischen den Zähnen ungern eine Blöße geben zu Hause. So sieht's aus. Und ich glaube auch, dass ich hoffe natürlich, dass die Raptors heute gewinnen. Allerdings drauf setzen traue ich mich nicht. Man darf bei Washington nicht vergessen, dass John Wall jetzt wirklich wieder in Bestform schon zurück ist. Der hat ja den Großteil des Februar, März und Aprils gefehlt. Aber was der jetzt in den drei Playoff-Spielen gemacht hat, das ist schon respektabel. Und dann sind die Wizards einfach mal ein komplett anderes Team. Und
witziges Highlight hier, Spiel am Boden, aber bringt den Assist. Uwe wird trotzdem noch zum Dank erfolgreich. Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass es hier 2-2 stehen wird, aber ich hoffe, dass die Raptors mit der richtigen Einstellung hier sich den Stil landen und damit auch die Vorentscheidung in der Serie. Wetten würde ich aber drauf nicht. Generell finde ich Wetten in den Playoffs sehr, sehr schwierig. Auf der einen Seite, weil man natürlich auch als Basketballfan da zuschaut und das ist immer gefährlich, möchte man gegen das Team setzen, für das man eigentlich ist oder nicht. Also das Spiel würde ich nicht wetten wollen. Okay, wie sieht's denn bei den Cavaliers gegen die Pacers aus? Da hat ja haben die Pacers das erste Spiel ja etwas überraschend ja auch gewonnen in Cleveland. Und da hat LeBron James ein bisschen beschwichtigend gesagt, hat gemeint, ich war ja schon 3-1 in den Finals zurück. Da ist ein 1-0 Rückstand für mich in der ersten Playoff-Runde. Noch dazu gegen die Pacers mit Victor Oladipo ja überhaupt kein Hindernis, so in der Art. War natürlich jetzt nicht gerade so im Sinne von seinem Team wahrscheinlich so eine Aussage, aber ja, so ist er halt, der King James. Und was hat er gemacht? Er hat auch das dritte Spiel verloren. Jetzt führen die Pacers hier überraschend mit 2-1. Es war eine enge Kiste, das dritte Spiel mit 92-90. Aber im Ende haben die Pacers jetzt einen kroatischen Superstar mit Bogdanović, der absolut on fire ist. Ja, und die Highlights, die hier nebenbei laufen, da werden wir bestimmt auch gleich das Vierpunktspiel von Bogdanović sehen. Hier sehen wir ganz kurz Lance Stevenson, meinen absoluten Favorite Pacer, der einfach nur Spaß macht. Der absurdeste Spieler in der NBA wird er genannt. Ja, genau. Die Pacers waren ja zur Halbzeit 17 Punkte hinten und da habe ich oder viele wahrscheinlich gedacht, jetzt macht es LeBron ziemlich easy. Allerdings lagen die Pacers schon häufiger in der Saison einfach mal gegen viele, viele Teams weit hinten und haben nochmal den Anschluss gefunden. Genauso war es hier auch und das Publikum in Indiana auch einfach unglaublich laut und im vierten Viertel, wenn man die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzuschauen, es macht einfach nur Spaß, jeden Korb, wie die abgehen. Mhm. Und dann glaube ich, dass es auch so der X-Faktor ist für diese junge Pacer-Mannschaft, die keinen wirklichen Megastar haben, die eher als Team harmonieren. Für die ist es dann der Extra-Kick, dass dann die verrücktesten Bälle reingeht. Und ja, diesmal war es bei Bogdanović der Fall, der ja, der konnte keinen Dreier daneben werfen, egal ob er gefoult worden ist oder ob er quasi von der Mittellinie geworfen hat. Das war verrücktes, verrücktes Spiel, unglaubliche Intensität, starke Verteidigung, übrigens auch von Cleveland, denn das sah ja bisher nicht so aus, als würden die Cavs verteidigen können. Ja. Das haben sie in diesem Spiel schon geschafft. Allerdings auf der Negativseite, LeBron James, da gab es einige Situationen, wo er einfach nach einem verpatzten Angriff stehen geblieben ist. Ja, 6 Turnovers hat er sich geleistet auch. Ja, also für das Team ist es bestimmt nicht so super angenehm. Auf der anderen Seite, wenn du mit James spielst, dann bist du wahrscheinlich auch schon gewohnt, dass du für ihn spielen musst. Ja, da wird das also Team ja gespannt, entsprechend zusammengetradet, dass da jetzt keiner aufmuckt. Ja, also ich denke, es gibt, wie gesagt, Playoff-Wetten ist echt schwierig, deshalb reden wir jetzt auch hier allgemein eher so eine Highlight-Zusammenfassung. Aber es ist ähnlich wie Spiel 4 in Utah, ähnlich wie Spiel 4 in Minnesota, sehe ich auch Spiel 4 in Indiana. Eigentlich müssen doch die Favoriten jetzt gewinnen. Also sei es Cleveland, sei es Minnesota, sei es Houston oder sei es Oklahoma. Kannst du mir nicht vorstellen. Aber ich würde es mir wünschen, dass Indiana das schafft. Das wäre 3-1 wäre natürlich schon krass. Ja, Indiana hat letztes Jahr übrigens 4-0 gegen Cleveland verloren in den Playoffs. Allerdings mit einem Punkte, also mit einer Gesamtpunktedifferenz von 16. Das heißt, in diesen vier Spielen hat Cleveland 16 Punkte mehr gemacht und ist mit 4-0 weitergekommen. Ja. Also schon. Denkt man normal, es könnte in jedem Spiel so sein. Also 16 Punkte in vier Spielen ist nicht viel. Ja. 4 im Schnitt. Und ja, dann gehen wir weiter zu den Phillies, Sixers gegen Miami Heat. Hier haben wir einen überragenden Simmons und einen stark zurückkehrenden Embiid auf Seiten der Sixers, die dann wahrscheinlich sowieso schon
eigentlich die Favoriten in dieser Konstellation waren und jetzt mit 3-1 führen, da sollte nicht mehr allzu viel anbrennen. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das ist auch cooles Spiel gewesen von der Intensität gestern. Embiid eigentlich offensiv abgemeldet gewesen, dafür Ilyasova und Saric eingesprungen, Ben Simmons auch überragend gespielt, aber hier 76ers, die haben, glaube ich, so um die 30 Turnover gemacht und trotzdem haben sie gewonnen. Also das, da wird hier nichts mehr anbrennen, auch wenn die Heat sich viel besser verkaufen, als ich das gedacht hätte. Dwayne Wade wieder so wie früher unterwegs, gestern auch Topscorer der Heat. Publikum war da, hat unglaublich viel Spaß gemacht, da war richtig kampfbetontes Spiel. Es gab auch einige Szenen, Rudelbildungen und die Schiedsrichter haben es halbwegs laufen lassen. Aber es hat schon Spaß gemacht und am Ende waren einfach die 76ers etwas abgewichster. Das ist cool, weil die sind eigentlich ein sehr junges Team, aber dass sie da trotzdem souverän im vierten Viertel das Spiel nach Hause bringen, damit hätte man nicht unbedingt rechnen können vor Playoff-Start. Ja, vor allem werden die ihrer Position auch gerecht, wenn man sieht, der Dritte in der anderen Conference mit Portland sang- und klanglos ausgeschieden. Die 76ers waren ja auch überraschenderweise eher da oben als Dritter. Aber Heat auch der vielleicht dankbarste Gegner hier in diesen Playoffs für die 76ers. Das denke ich auch, weil die Heat auch eine Mannschaft sind, die eigentlich ein bisschen überraschend so souverän auch in die Playoffs gekommen sind. Die sind einfach super trainiert, aber ihnen fehlt so wirklich der Schlüsselspieler in der Offensive. Also in der Verteidigung sehr stark eingestellt, sind harmonieren auch ganz gut, aber sie haben halt, ihnen fehlen ein, zwei richtig gute Scorer. Also ohne die wird es halt schwierig. Ja, und dann kommen wir zu einer Konstellation, wo man auch jetzt eigentlich nicht weiß, wieso die Celtics hier 2-1 führen. Ich meine, ich habe auf die Celtics ein Spiel gesetzt und ausgerechnet das haben sie verloren, aber allgemein führen sie in dieser Serie mit 2-1, obwohl Giannis unverteidigbar ist von den Celtics. Und ja, wie machen die Celtics das? Das ist eigentlich schon eine Überraschung. Wir haben auch die Bucks vorne gesehen und ja, nach wie vor eigentlich die bessere Mannschaft, muss man fast sagen, oder? Ja, also vor der Serie hätte ich jetzt auch gesagt, oder haben wir getippt, 4-3 gewinnt das Milwaukee. Dann kommen zwei Auftritte von Milwaukee in Boston, wo du sagst, wie haben die überhaupt in die Playoffs geschafft? Das war ja katastrophal und ich fand, auch wenn eins in der Overtime war, wenn Boston, die extrem verletzungsgeplagt sind, das darf man nicht vergessen, wenn die ein bisschen mehr zum Kopf gezogen werden, dann hätten die das easy gewonnen, weil gerade die Verteidigung, die Helpside-Verteidigung funktioniert gar nicht bei Milwaukee und jetzt spielen die halt einfach mal daheim und sind ein komplett anderes Team. Auch hier wieder unglaublich lautes Publikum und ja. Die springen da schon im ersten Viertel von ihren Stühlen auf, ja, wenn da ein Dreier reingeht. Ja, das ist spannend zu sehen und Boston, sehr junges Team und auswärts tun sich anscheinend dann nochmal eine Schippe schwieriger. Wir als Deutsche dürfen dieses Spiel heute um 19 Uhr anschauen und ich freue mich ehrlich gesagt drauf. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wird Milwaukee nochmal so eine Leistung abfeuern oder kann Boston jetzt wieder so spielen wie im Garden daheim? Das ist eigentlich habe ich keine Ahnung. Also ganz schwierig. Das Einzige, was ich wieder glaube, dass wir auch hier ein Overspiel sehen werden, heißt über 202 Punkte oder was die offizielle Line ist. Da bin ich mir relativ sicher, genauso wie bei Golden State gegen San Antonio, dass hier jeweils die Gesamtpunkteanzahl gesagt wird. Ja, wobei das letzte Spiel war ja unter 200, oder? Zwischen den Celtics und den Bucks. Hier hakt leider gerade die Statistik-Software. Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, die Bucks haben 113 oder 114 Punkte gehabt und die Celtics so um die 90. Mhm.
Okay, spricht ja dann schon, also wie die hier abgehen im ersten Viertel, also das ist schon Wahnsinn. Wir haben ja vorher noch drüber geredet, dass die Stimmung während den normalen Hauptrundenspielen ja in der ersten Halbzeit meistens eher so Kinoatmosphäre ist. Jeder holt sich noch was zum Futtern, mampft sein Popcorn. Haben wir selber gesehen, als wir in den USA beim Eishockey mal waren, da denkst du null Stimmung und so. Und dann sind die Playoffs und das ist dann halt einfach, da geht's um was. Das merken die Leute dann natürlich auch. Ja, das macht das dann natürlich auch Spaß und der Lärmpegel ist echt phänomenal. Also da kriegt man schon Gänsehaut, wenn man sich da ein paar Highlights reinzieht. Ja, auch die Intensität oder das, was die Spieler leisten, das ist einfach nochmal ein paar Prozent mehr. Wie auf Turbo Boost. Das sieht man in der also nicht nur in der Geschwindigkeit, sondern generell bei der Einstellung. Also es ist einfach geiler Basketball. Macht echt Spaß, diese Playoffs. Ja, und wir legen uns jetzt mal dann fest. Musst du irgendeine Vorhersage, die du getroffen hast, nochmal korrigieren? Ich denke, du hast Portland weitergeschickt in die nächste Runde. Das haben die Pelicans ja sehr stark vereitelt. Du hast aber auch die Bucks weitergeschickt. Ich bleib nach wie vor, ich halte zu den Bucks, fear the deer, ist ja deren Slogan, fürchtet das Wildtier oder so in der Art, oder den Hirsch. Den Hirschen, ja, das Maskottchen. Ja, und wird sie ihn einfach gönnen. Und von daher, ja, 76ers haben wir weitergeschickt. Und wäre natürlich eine faustdicke Überraschung, wenn die Pacers hier wirklich das 3-1 machen würden. Weiter da kann man fast noch gar nicht träumen, aber das wird natürlich sehr interessant. Und auch bei allen anderen Spielen ist es ja auf jeden Fall spannend. Ich wäre unglaublich froh, wenn wir uns bei Cleveland geirrt hätten, weil die Pacers haben das einfach verdient, so eine Saison mit so einem Upset-Sieg zu krönen. Also das wäre schon cool. Und für LeBron, das kann sein, dass der die Runde im Alleingang gewinnt, die nächste vielleicht noch, aber spätestens gegen West-Team wird dieses Cavalier-Team 4-0 untergehen. Also das wäre, soll er lieber jetzt rausfallen. Okay, dann war es das für heute. Wie gesagt, kommentiert in die Kommentare. Wir machen dann noch ein extra Video, wer denn unseren Damian Lillard bekommt, und für dieses Video verlosen wir Steph Curry. Müsst ihr einfach nur eure Favoriten, wer die einzelnen Conferences gewinnt, in die Kommentare posten, natürlich den Kanal abonnieren, aber davon gehe ich ja stark aus, und dann freuen wir uns auf den Recap der ersten Playoff-Runde in 3-4 Tagen. Bis und dann. Jetzt das Wort. Glaubst du weiter, dass die Rockets das Ding holen? Boah, ja. So, wenn sie die Timberwolves raushauen, dann können sie das Ding gewinnen. Ja, und ich bin natürlich davon überzeugt, dass gerade wenn es wirklich drauf ankommt, dann ist der Chefkoch da und kocht seine Suppe. Also, aber im Nachhinein ist man immer schlauer, und du bist der Basketball-Experte, von daher musst du eigentlich die Prognose abgeben. Ja, ich hoffe einfach, dass Golden State nicht gewinnt, und ich hoffe, dass James Harden es macht. Nein, eigentlich hoffe ich, dass es Toronto macht, aber Harden und Rockets ist das sichere Pick. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Warum ihr uns auf Facebook und YouTube folgen solltet: Wir verlangen keine Mitgliedsgebühr für irgendwelche Gruppen, wir sind transparent und dauerhaft kostenlos. Außerdem machen wir viele coole Videos. Wir wollen nichts an deinem Verlust verdienen, nur eine einmalige Provision als Trinkgeld von den Wettanbietern abstauben. Wenn du also irgendwann mit dem Gedanken spielst, dich bei einem neuen Wettanbieter anzumelden, um einen Bonus zu crashen, oder uns einfach einen Gefallen tun willst, melde dich über den Link bei Expect an. Eine Alternative dazu ist Tenbet mit attraktiven Bundesliga-Quoten und interessanten Promotion-Aktionen wie einer wöchentlichen Live-Gratis-Wette. Bei Alicebet hast du keine Wettgebühr und somit mehr Gewinn bei noch dazu sehr guten Quoten. Verpasse keine Wetttipps mehr und abonniere den Kanal. Oder komm in unsere Facebook-Gruppe.